Fahrradfahren ist auch im Burgenlandkreis in. Wie sorgt die Politik für entsprechende Infrastruktur für die Radler? Eine Frage, die Elke Simon Kuch, Landtagsabgeordnete der CDU, in einer Gesprächsrunde in Weißenfels beantworten wollte. Simon Kuch ist übrigens selbst begeisterte Radlerin. Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich als Ziel gesetzt, ein lückenloses Radverkehrsnetz zu schaffen. Wie ist der Stand dazu im Burgenlandkreis? Unter dem Motto Blickwinkel Radwege wollten Politiker und Verantwortliche mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Gastgeberin Elke Simon Kuch konnte ein hochkarätiges Podium dazu aufbieten. Der Bedarf an Radinfrastruktur steigt so schnell wie die Beliebtheit für das Fahrradfahren. Hierzu kann Gastgeberin Elke Simon Kuch eine gute Nachricht zum Auftakt verkünden. Ein Zeichen dafür, dass wir da auf einem guten Weg sind, ist ja, dass wir wirklich die Haushaltsmittel extrem erhöht haben, von 1 auf 8 Millionen. Ich glaube, das lässt sich schon sehen. Immer noch nicht genug, aber wir arbeiten dran. Neben der finanziellen Ausstattung könnte aber auch der Abbau von Bürokratie das Thema befruchten. Also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, gerade für uns als direkt gewählte Landtagsabgeordnete, zu schauen, wo sind die Probleme, wo klemmt's, dann wirklich die Akteure zusammenzubringen und das wirklich an einen Tisch in Ruhe zu besprechen. Und ich habe das schon an anderer Stelle gemacht und siehe da, es gibt Lösungen. Es ist natürlich sehr aufwendig und da ist es auch wichtig, dass man die Leute in Vertrauen zusammennimmt. Und wenn wir das, und das machen wir dann auch flächendeckend entsprechend umsetzen, ich glaube, dann können wir als Fraktion einen ganz wichtigen Anteil dazu leisten, dass diese Kleinteiligkeit auch zusammenkommt und dann der Radwegeausbau und natürlich auch andere Themen im Land gut vorankommen. Wie sieht es eigentlich dazu im Burgenlandkreis und der Stadt Weißenfels aus? Oberbürgermeister Martin Papke konnte ein Radwegekonzept in Aussicht stellen, welches noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Daneben wünscht sich der OB eine weitere Zusammenarbeit auf interkommunaler Ebene, damit Radwege nicht an der Stadtgrenze enden. Schaut man sich in der Stadt an der Saale um, ist schon eine ganze Menge für Radler auf den Weg gebracht worden. Stellplätze am Klimaparkplatz und am Parkplatz Schnittstelle hinter dem Bahnhof sind eingerichtet und werden zukünftig noch um abschließbare Boxen ergänzt. Abtrennung von Radwegen an den Straßen sowie fest ausgebaute Radwege an Teilen der B87 und B91 sind bereits seit langer Zeit in Betrieb. Dazu liegt Weißenfels am 403 Kilometer langen Saale-Radweg, der in diesem Jahr bereits seinen 30. Geburtstag feiert und 3 Bundesländer verbindet. Allerdings geht der Weg an der Saale nur bis zum Bootshaus. Danach müssen die Radler durch ein Wohn- und Kleingartengebiet zurück ans Ufer der Saale in Richtung Naumburg. Hier wäre eine direkte Wegeführung am Fluss entlang wünschenswert. Kommen soll nach Auskunft von OB Papke auf jeden Fall ein sicherer Rad- und Fußweg auf der neuen Brücke über die Saale. Wie schätzt die Abgeordnete Simon Kuch den aktuellen Stand in ihrem Wahlkreis ein? Es gibt auf jeden Fall noch Defizite, gerade wenn man von den Ortschaften zueinander fahren will. Das ist echt noch eine Herausforderung, mitunter wirklich lebensgefährlich. Das muss sich verändern. Das ist ein dickes Brett, da braucht man nicht drum herum reden. Aber hier geht es wirklich darum, dass wir gucken, wo ist es am gefährlichsten, wo müssen wir als erstes wirklich aktiv werden und dann nach und nach dran zu arbeiten. Aber wo Licht ist, entsteht ja meistens auch Schatten. Die Vertreterin des Burgenlandkreises, Kirsten Wilke, kritisiert das Tun des Landes. Der Kreis engagiert sich bereits stark für das Thema, aber es ist uns diese Aufgabe eigentlich nicht so richtig übertragen und sie wird auch nicht gegenfinanziert. Wir haben heute gehört, dass das Land 3 Stellen schafft für die Radwegekoordination im Land. Wir sind einer von 11 Landkreisen und wenn man das dann mal so runterrechnet, dann ist es mindestens eine halbe Kraft, eine Drittelkraft, die eigentlich auch in jedem Kreis rechnerisch rauskommt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir natürlich enorme personelle und finanzielle Mittel einsetzen, um das zu gewährleisten. Und das ist auch so eine von den kleinen Aufgaben, die dann immer nicht so ganz vergütet werden.
Natürlich haben auch die Nutzer von Radinfrastruktur so ihre Wünsche, Anregungen und Beschwerden zu bestehenden oder kommenden Trassen. So wünschen sich die Bürger eine einheitliche Ausstattung der Radwege oder sichere Abstellmöglichkeiten für die Bikes. Und das zu Recht. Kostet so ein modernes E-Bike schnell mal mehrere tausend Euro. Aber auch konkrete Missstände wie an der Autobahnbrücke Borau-Zorbau werden angesprochen und notiert. Radwege auf stillgelegten Bahntrassen wie im Raum Lützen werden gewünscht. Aber auch der Blick auf Hochwasserschutzanlagen in Zusammenhang mit gebauten Radwegen wurde vom Publikum kritisch angesprochen. Aber auch der Burgenlandkreis hätte da noch einige Wünsche an die Landesregierung. Also ich denke, der Schritt, die Radwegekoordination im Land zu verstärken personell, was Herr Haller heute berichtete, ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Und dann müssen einfach, es muss dann eine stärkere Initiative von den Ländern ausgehen oder personelle und finanzielle Mittel für die Kreise, damit wir auch der richtige Gegenpart sein können für diese Planung, die natürlich nur gemeinsam geht. Es gibt also noch viel zu tun. Aber natürlich sind nicht nur die Interessen von Radfahrern durch die Politik zu berücksichtigen. Dies, obwohl rund 80% der deutschen Bevölkerung das Fahrrad bereits im Alltag als Verkehrsmittel nutzen.